Sie haben zwei Arme verloren. Ja? Nicht Unterarme. Unterarme, ja. Nicht durch Biss. Ja, ja, hier verbeißen sich einfach. Und man, wenn man nicht immer wahnsinnig scharf aufpasst und wie ihre Kiefer sozusagen sich bewegen, dann zack, haben sie einen schon geschnappt. Die wollen ja nicht fressen, die wollen ja nur packen. Das heißt also, Sie sind nach wie vor der Meinung, Sie sind gesellige, vernünftige, domestizierbare, dressierbare Tiere, ja. Ja, und ein Zirkus-Event. Ja? Absolut. Ich meine, die Leute müssen sich daran gewöhnen. Sie empfinden ja Hyänen als hässlich. Sind ja in Wirklichkeit sehr hübsche Tiere. Ja. 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 Sehr elegante Tiere. Gelehrig. Sehr gelehrig. Ja. Menschenähnlich auf gewisse Weise, ja? In der Fantasieform. Ja, gut. Wenn der Mensch als Raubtier, dann wäre die Hyäne sicher das richtige Beispiel. Ah ja. Jetzt, die haben in ihrem Kiefer, ja, eine Beißtendenz, die sie nicht, selber nicht beherrschen. Nee, es ist ein Automatismus, der sie schnappen lässt. Es sind Schnapper. Ja. Die mögen jemanden oder eine Beute oder irgendeinen Baumstamm oder irgendwas. Schnappen trotzdem, ja. Ja. Und das muss man beobachten. Genau. Sie sind aber kurzsichtig, ja. Also es ist nicht ganz einfach mit dem... Nein, ich meine, ich war aber vor allem unkonzentriert. Ja. Ich habe eine Sekunde nicht sie im Auge behalten und das hat schon gereicht, um zuzupacken. Das heißt, wenn Sie ihn ins Auge sehen, dann sehen Sie gar nichts. Ja, Sie müssen hier auf die Seite des Kiefers sehen, ja, genau. Wo es eine Sekunde malmt, ja, und schon beißen Sie zu. Ja. Ja. Und wie lösen Sie es heute, indem Sie Abstand wahren? Abstand war und wie mental gesagt, dressieren. Immer mehr, ja. Und wie gesagt, immer aufpassen. Ich meine, die beiden Unterarme können sie mir nicht mehr abbeißen. Ja. Aber sie können mir immer noch, Gott weiß wohin, an die Sachen gehen. Ja. Nase abbeißen oder was? Das würden sie nicht tun. Natürlich würden die das tun, wenn ich ihnen die Nase hinhalte und nicht dran denke, ja. Sie können mich auch an die Beine beißen, sie können mir Gott weiß wohin beißen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und jetzt, was für eine Figuration machen Sie mit denen? Also die Hyänen werden, sind ja gelehrige Wesen. Nicht? Ja, ja, ja. Und sind auch bestechlich durch Geschenke. Ja. Ja. Und wenn Sie sie übereinander stehen lassen, ja, ja, bilden Sie Pyramide. Richtig. Sieht schön aus. Sieht sehr hübsch aus. So wie die Bremer Stadtmusikanten. Ja. Aber nur aus Hyänen. Ah, aber sie sind gleich groß. Ja, ja. Oder machen Sie die Kleinen oben hin? Nein, die Kleinen. Ja. Die Kleinen kann man gar nicht verwenden. Ja. Die Hyäne braucht Erfahrung für Dressurakte. Ja. Und deswegen, so, wenn sie klein alles sind. Alles Erwachsene. Männliche oder weibliche? Weibliche. Harmonieren alles Sie mit den Weiblichen? Alles Weibliche. Alles Weibliche. Eine männliche Hyäne? Eine männliche Hyäne würde, damit könnte man wieder überhaupt keine Frauen beschäftigen. Ja, das würde alles durcheinander gehen. Ja. Die sind aber rangmäßig unterhalb der Weibchen. Ja. Die Weibchen sind dominant. Richtig, ja. Richtig. Ja. Also wenn Sie sagen Hyäne, würden Sie sagen, es ist ein Raubtier oder ein Beutegreifer? Beutegreifer. Nein, es ist ein Raubtier. Raubtier. Ja. Nächtlich jagendes Raubtier. Richtig. Ja. Die Hyänen sind so sehr Raubtier, dass 3-4 Hyänen eine Löwin vertreiben können. Von der Beute. Und wenn jetzt hier sozusagen ein Löwe kommt, ja, also ein männliches Exemplar. Dann ist auch nicht der Sieg über eine Hyäne von vornherein gegeben. Schneller ist sie sowieso als er. Man braucht aber 12, 14 Hyänen, um einen Löwen zu beeindrucken. Von seiner Beute wegzutreiben. Und drei Löwen. Drei Löwen, die einander unterstützen können? Ja, das ist dann schwierig. Drei Löwen würden auch Hyänen sich nicht rantrauen. Aber 21 Hyänen? Nein. Die Masse macht es dann nicht. Nein, das macht es dann nicht. Genau, man kann ein Einzeltier beeindrucken, aber nicht ein Rudel. Ja. Und zwei Löwen würden ja nie auch gemeinsam auftreten bei der Beute. Kaum. Rivalen. Ja. Kaum. Weil das geht also nur, es können nur mehrere Frauen oder ein Männchen auftreten, selten alle gemeinsam. Und das ist jetzt sozusagen eine Grundlage Ihrer Nummer, ja, ja. Nicht? Einer der erfolgreichsten Nummer, ja. Auch in den Vereinigten Staaten.
ja, nicht? Ja. Dass sie sozusagen die Vertreibung einer Löwin durch 4, 5 Hyänen, ja, sozusagen vorführen. Ja, ja. Und was bieten Sie der Löwin, damit die sozusagen fressend da sie ist? Sie meinen die Hyänen. Den Hyänen und der Löwin. Sie müssen die Löwin erstmal festhalten an irgendeinem einer Aktion. Ja? Wenn ja, Sie einfach hinstellen, weicht die doch Hyänen sowieso aus. Nein, nein. Sie müssen damit es interessant Löwin, ist, damit Knurren dabei ist. Nein, Sie müssen der Löwin erstmal das Fleisch hinwerfen, dass sie sozusagen damit sich beschäftigt. Und dann müssen sie ihn heranführen und dann muss eben sozusagen wie ein in der Kampf Natur um die Beute stattfinden. Es findet kein Kampf statt. Ja. Es sind Drohgebärden, die so zunehmen und kleine vorgetäuschte Attacken, ja, die dann der Löwin sozusagen den Appetit verderben und sie geht weg. Und das war etwa sehr erfolgreich in Kirgisistan beispielsweise bei ihren Vorführungen, nicht? Da hatten sie ein Schaf da. Ja. Ja. Das war Beute der Löwin. Ja. Nicht? Und halb zerfressen lag es da und dann ging der Kampf darum. Das können Sie in den Vereinigten Staaten ja nicht machen. Haben Sie Tierschutzvereine am Bein? Ja. Wahrscheinlich. Obwohl Sie sagen könnten, das Schaf haben wir vorher betäubt und dann erst getötet. Also Schmerzen hat das Schaf ja in diesem zerfleischten Zustand nicht mehr. Nö, das nehme ich auch nicht an. Nee. Aber trotzdem, ja, ist nicht vorführbar. Müssen Sie mit Hühnerfleisch machen. Ja, ja, es bringt nichts, es gibt nichts her. Ja, aber Hühnerfleisch, das wäre, weil die Amerikaner das alles essen, ja, nicht? Ja, aber... Nicht ganz so tabu. Ist richtig, aber es ist langweilig zu mir, weil die Stücke so klein sind. Ja, ja, es ist für den Zuschauer. Kriegen Sie Löwen gar nicht erst dazu, 20, sich für zu interessieren, nein, oder? Nein. Und dann sitzen die Leute in der 20. Reihe, die sehen gar nicht, was da passiert. Nein. Das geht nicht. Nein. 46 Jahre sind Sie gewissermaßen Dompteur. Als Sie anfingen, ja, hatten Sie noch zwei Unterarme mehr. Ja, ja. Und Sie konnten sehen, was vor sich geht. Ja. Inzwischen müssen Sie glauben, mental einwirken. Ja. Ja. Haben Sie in Tibet das erworben, diese Fähigkeit, mental auf Tiere einzuwirken, eine Szene zu beherrschen? Nein, ich war eigentlich beim Meister in Indien. In Tibet nicht. Ja. Weil die sozusagen aggressiv denken gar nicht lehren und nicht lehren wollen. Ah. Also, nein, nein. Das ging also nur in Indien. Und verfeinert habe ich das Ganze dann beim koreanischen Meister für Kampfsportarten. Ach. Da ist das sehr wichtig. Die Haltung des Körpers und der Ausdruck des Gesichtes in aggressivem Denken. Im Kampfsport würde ja Ihre Brille Sie hindern. Absolut, absolut. Ja, die würde wegfallen, ja, zerbrechen. Sie diese Brille Angst. Strengt an, diese ja, Brille strengt an, Wahnsinn. Also im Kampfsport, wenn Sie das machen, dann setzen Sie sie ab. Ja, ja, ich setze sie auch ab während der Vorführung. Da konzentriere ich mich lieber. Diese Brille macht ungeheuer müde. Ah. Ja. Und die Kiemenbewegung, ja, die Sie, auf die Sie achten müssen. Ja, die nehme ich auch so wahr. Die sehen Sie mit Brille und ohne Brille nicht. Ja, ja, die spüre ich. Die spüren Sie. Ich spüre eher das Malmen der Kiefer. Sie reden immer von Kiemen. Kiefer, ja, das nehme ich wahr. Ja. Das reicht als Warnzeichen nach der Erfahrung, die ich gemacht habe. Denn Erfahrung macht klug. Also wer zwei Unterarme verliert, ja. Nicht, ja, der ist sozusagen mit dem Tier, dem Beutegreifer, das das verursacht hat, ja, eng verbunden. Der ist sozusagen besteht aus Vorsicht. Ja, ja. Nicht? Aus Ahnungsvermögen. Ja. Nicht? Ja. Was ist, wenn Sie als Dompteur mir sagen, mit was arbeiten Sie, mit welchen Geisteskräften? Liegen die in der Stirn? Willenskraft liegt sicher zum Teil im Herzen, zum Teil in der Stirn. Und im Zwerchfell? Nein, nein, wenig. Gar nicht. Ja. Wenig. Ja. Ihre Mundpartie redet sozusagen zu den Tieren? Ja. Es ist nicht nur meine Mundpartie, sondern ich rede mit meiner Stimme auf die Tiere ein und die Tiere
verstehen bestimmte Laute auch. Das beruhigt sie oder spornt sie an. Das ist wie bei der Hundedressur. Das ist ja auch nicht stumm. Was für Tiere würden Sie noch interessieren? Sie haben ja mit Eisbären angefangen, aber das ist sozusagen teuer. Ja? Das war lebensgefährlich. Wenn Sie da einen Fehler machen, sind Sie tot. Ja. Ja, also mit Bären überhaupt. Bei Hyänen sind sie nicht tot, aber sie haben Glieder verloren. Ja. Ja. Nicht? Ja. Könnte eine Hyäne Ihnen ein Auge ausbeißen? Nicht ausbeißen, das ist für sie technisch etwas schwierig. Aber Ohr abbeißen? Sie können mit einem Tatzenhieb mir das Auge zerstören. Ja. Ohr abbeißen? Ohr, natürlich. Ja. Hals durchbeißen? Ja. Mit der Piratenzange, die Sie jetzt da haben, ja, nicht? Ja. Was machen Sie damit? Damit kann ich im Notfall ein Tier wegzerren vom anderen. Damit kann ich im Notfall einem Tier was auf die Nase geben. Sie hacken sozusagen ihren Sporn in den Nacken der Hyäne und führen sie sozusagen seitlich. Ja, ich führe sie. Wenn sie den Nacken packen, gehorcht sie. Sind Löwen oder Löwinnen gefährlicher? Löwinnen. Ja. Weil Tiger? Unberechenbar. Tiere sind per se unberechenbar. Unberechenbar. Pumas? Vor allem können sie nicht mit anderen Tieren zusammenbringen. Nee. Pumas, es gibt nichts her. Sprechen Tiger Indisch? Sie verstehen sich nicht mit Löwen? Nein, überhaupt nicht. Gibt doch keinen einzigen Tiger in Afrika, außer in Zoos. Ja, ja. Ja, also das ist irgendwie nicht miteinander korreliert, ja. Katzenartige sind sie, ja. Gut. Aber verstehen tun sie einander nicht. Nee, es ist auch eine Konkurrenz. Ja. Der Tiger nimmt ja in Asien doch die Position ein, die in Afrika der Löwe hat, ja. Und deswegen ist die Position einfach, zwei Könige stehen sich dann gegenüber, das geht nicht. Und wen? Mit Tigern und Löwen das geht. Zu verbinden. Ja, nicht geht, mit Tigern und Löwen, sondern entweder Hyänen mit Löwen. Hyänen mit Tigern ist etwas schwierig, weil treffen sich normalerweise nie. Die Gerüche vertragen sich nicht, sie kommen in der Welt nicht vor gemeinsam. Ja, es ist also nicht witzig. Man soll nicht das zusammenbringen, was nicht zusammengehört. Genau. Ja. Was ist das Wesen des Zirkus? Wie würden Sie es bezeichnen? Das ist ja römischer Zirkus, ist Mord, nicht Bären gegen Christen. Ja, ja. Aber der richtige, klassische, aufgeklärte Zirkus des 18. Jahrhunderts, unser Zirkus, der sowjetische Zirkus. Nee, überhaupt Zirkus insgesamt. Ist einfach das Heranführen von exotischen Tieren, wilden Tieren, an Menschen, die auch wilde Tiere sind und plötzlich ihre Seele öffnen zu dem, was sie sind. Richtig. Spiegel. Und ein Spiegelkabinett. Die Menschen, die im Zirkus auftreten, Zirkusartisten bis zum Clown, zeigen eben auch Sachen, die der normale Mensch nicht bringen kann, beziehungsweise zeigen dem Menschen ihr Gesicht im Spiegel.